Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute geht es, wie schon vor langer Zeit gesagt, um die Perform Solo, diese Skimannschuhe, die wohl ja, die neue Generation der Skimannschuhe werden sollen, aufgrund dieser Socke hinten, aber mehr erfahrt ihr nach dem Intro, bis gleich. So, kommen wir zum ersten Punkt und zwar dem Komfort. Und was ich auch bestätigen kann, ist, dass man die während des Spiels auf jeden Fall nicht merkt an den Füßen bzw. an den Waden. Ist auch mal ein kleiner Vergleich zu den alten, dass dieses Knöchelteil, was bei diesen ganz großen ist, dass es übelst mich genervt hat, weil ich oft leider mit dem Knöchel schieße. Ja, ich bekomme den Ball oft dahin. Ich kann das einfach nicht ab, wenn da irgendwas drüber ist, was mein Knöchel sozusagen nervt. Die sind halt nur am Schienbein, das ist das Gute. Man hat keine Unterteile, die irgendwie am Fuß nerven, was rutscht und sitzen da auch echt fest, wenn man die richtige Größe nimmt. Einfach mit dem Maßband seine Wadengröße messen und dann die Größe bestellen. Es gibt immer 5 cm Einheiten und wenn man die richtige Einheit nimmt und wenn man richtig misst, bleibt der Skiman schon auch wirklich an der Wade haften und hält auch, wie gesagt, während des ganzen Spiels lang fest. Aber eine Ausnahme gibt es und das ist so ein erster kleiner Negativpunkt. Und zwar bei Extremsituationen, zum Beispiel bei heftigen Grätschen oder so, rutschen die manchmal runter, aber die muss dann halt auch echt heftig sein und dann verankern die sich mit dem Perform Solo. Aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Kritikpunkt, der ist mir vielleicht ein, zwei Mal aufgefallen in 5 Spielen. Auch ein guter Punkt, den ich vorher gar nicht gedacht hätte, ist die Geruchsaufnahme, weil bei den alten war das so, dass der Geruch oft aufgenommen wurde durch die Skimannschuhe an sich. Und das ist, wie gesagt, ein guter Punkt. Das ist bei denen nicht so. Die riechen absolut gar nicht nach Schweiß. Wie gesagt, und durch die Größe sind die auch echt leicht. Und was auch echt gut ist, ist die Socke. Und zwar ist die aus so einem bestimmten Stoff, sodass sie überhaupt nicht reibt. Und das ist auch ein guter Punkt gewesen. Ich dachte nämlich anfangs so, wenn die so ein bisschen ja, schwitzig wird, wie wir es alle kennen, reibt das so ein bisschen, kratzt das und juckt das oder klebt das sogar. Das war bei meinen alten so. Aber das hat sich auch nicht bestätigt. Deswegen auch wieder ein Pluspunkt an die Perform. Komfort gebe ich dem Perform Solo 4,5 von 5 Sternen aufgrund dieses Grätsch-Nachteils. Ist nur ein halber Punkt. Ja, zu Haltbarkeit und Sicherheit kann man eigentlich nicht viel sagen, denn sobald man die Skimannschoner richtig ansetzt, tragen sie eigentlich zur Sicherheit komplett bei. Man muss halt nur die richtige Stelle des Skimeins abdecken, also ein bisschen tiefer, als ich das im Video gemacht habe. Man sieht hier zum Beispiel den Test, Benny hat 3-mal auf meinen Fuß geschlagen, 2-mal davon nicht getroffen, aber man merkt schon, dass das einige Kraft abnimmt und dass es dadurch dann nicht mehr so weh tut. Und deswegen helfen sie, die helfen wie ganz normale Skimannschuhe halt, sind halt einfach nur kleiner, weil sie den wichtigsten Bereich abdecken. Ja, und zur Haltbarkeit kann ich eigentlich nichts sagen. Ich habe die jetzt roundabout 2 Monate. Ja, ich hatte halt schon ein Loch an der Seite. Das hat mich relativ gewundert nach einem Spiel. Aber da ist mir jemand auch, wie gesagt, richtig hart reingekrätscht auf Kniehöhe. Ich hatte die etwas höher gemacht und dann ist er hängen geblieben. Hat oder so, aber es muss ja eigentlich schon so gewesen sein, wenn die beides aufreißen. Wie gesagt, Haltbarkeit und Sicherheit bekommen bei mir auch 4,5 Sterne aufgrund dieses, ja, Loches, wofür es eigentlich selbst gar nichts kann. Aber trotzdem hätte ich das als Vergleich so, weil eventuell ein anderer Skimannschoner da kein Loch gelassen hätte, weil die Socke dann nicht da gewesen wäre. Aber ich finde es so besser, ganz ehrlich. Muss man auch ehrlich sein, wenn diese Socke da ist. So, willkommen bei Punkt 3 und zwar ist es das Preis-Leistungs-Verhältnis und zum jetzigen Zeitpunkt beträgt der Preis 30 Euro, ist runtergesetzt von 40 und wie gesagt, normale Skimannschoner kosten auch so um den Dreh. Die ich jetzt getestet habe, im Gegenteil, haben 20 gekostet oder was. Und wie gesagt, absolut okay, das Preis-Leistungs-Verhältnis für 30 Euro bekommt ihr einen Skimannschoner, der klein, handlich, leicht ist, schützt, lange hält. Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis. So Leute, das ganze Video wurde hier mit der DJI Osmo Pocket aufgenommen und meiner Kamera, der Sony Alpha 5100. Wenn euch diese Videoqualität hier gefallen hat, und zwar hat die Kamera wie gesagt ein kleines Gimbal, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich danke Perform auf jeden Fall für die Kooperation mit, ja, für die Schienbeinschoner, dass ihr mir die zugesendet habt. Wie gesagt, das Video ist Werbung, weil ich, wie gesagt, das Produkt bekommen habe. Ich kriege dafür kein Geld. Aber wie gesagt, kostenlos bekommen, ne? Ich danke auf jeden Fall auch Benny, der da hinten irgendwo ist.
dass er die ganze Zeit mein Kameramann war. Er musste sich viel anhören, auf jeden Fall. Tut mir leid. Auf jeden Fall, ich danke euch auch, dass ihr mir sowas ermöglicht. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.